Willkommen in Bolivien, kann ich da nur sagen. Die ersten 4 Kilometer von der Grenze bis hierher. Und ist der Schotter. Steigt mal auf, ist meistens nicht geschoben. Nette Begrüßung. Ich hoffe mal, dass es jetzt bergab geht. Und ich nach Puerto Acosta komme und einstempeln kann. Wir können noch ein Stückchen fahren heute. So, erstmal eine rauchen auf 4100 Meter. Und dann geht's weiter. Das ist vielleicht eine Rüttelpiste. Völlig ausgewaschen. 1,5 Kilometer muss ich noch. Ich hoffe, dass da unten eine Teerstraße ist. Das ist absolut übel, selbst bergab. Da werden wir weiterkämpfen hier. Guten Morgen in Bolivien. Ich bin in Escoma. Das ist mein Luxus-Apartment hier. Hier war nichts anderes zu finden, außer diese Hütte, 3 Meter lang, 1,80 breit, mitten im Dorf. Hier steht doch nicht groß was dran, da steht unten ein kleines Schild Alojamento. Ich habe erst mal gefragt, dass ich hier irgendwas finde, aber es gab nichts weiter. Es ist morgens 6:30. Ich muss mal Frühstück machen. Der Hammer ist der Preis für diese Kemenate, 1,80 €. Das kannst du echt nicht anbieten. Naja, ich hoffe, dass wir heute Abend was Besseres finden. Die haben hier nicht mal eine Dusche. Also das ist schon ein bisschen abartig. Erstmal was futtern und gegen 9 geht es dann los. Setze mich in Bewegung. So, sind wir wieder unterwegs. Von Escoma nach Achacachi. Immer am Titicacasee lang. Evo Morales hat schöne Straßen für mich bauen lassen. Kann man richtig gelten lassen. Ist ein bisschen hügelig hier, fährt sich aber schon sehr schön. Man kann nicht meckern. So, jetzt bin ich auf 3840 und ich muss heute noch mal auf über 4,1. Aber heute meine ich so viel, 75 Kilometer. Das reicht. Da ist eine Hospedaille. Ich habe momentan kein Internet. Ich kann mich nur auf die Daten verlassen, die ich in der Karte habe. Also, dann mal weiter. So, nochmal ein schöner Blick auf den Titicacasee. Ich bin gleich oben auf meinem heutigen Hügel. Ein paar Meter hoch. Ab jetzt. War wunderschön. Das war jetzt hier leicht steil. Der Spaß. Wir haben einiges geschoben. Naja, jetzt ist es ein bisschen flacher, jetzt kann ich fahren. Und weiter geht's. Was ein Anblick. Da unten der Titicacasee. Dahinter die schneebedeckte Bergkette. Unglaublich. So, jetzt kuhle ich hier runter und dann gucke ich mal, ob ich da unten in dem Kaff was sofort ankriege. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Halb 1. Also ab die Post. So, Achacachi habe ich gleich mal hinter mir gelassen. Das, was da als Hospedaille war, das sah alles ziemlich komisch aus. Und bin jetzt halt noch ein paar Kilometer weiter gefahren. So bis 20 Kilometer bis zum nächsten. Jetzt bloß noch 5 auf der Schnellstraße mit Rückenwind. Was will man mehr? Dann gucke ich mir das mal an. Weil ich absolut nichts finde. Muss ich wohl oder übel mein Zelt aufbauen. Mal sehen. Ich mache mich mal auf die Socken und den Berg da hoch. So, jetzt habe ich die Penne gefunden. Genau neben der Schnellstraße. Ganz einfach. Und was ein Wucher. 3 € die Nacht. Na ja, gut, der Fußboden ist noch nicht ganz fertig, das ganze Haus ist noch nicht ganz fertig. Wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Aber eine Decke von Bolivar La Paz. Fußballclub. Nicht schlecht. So, Mama hat auch gleich einen Laden unten. Ich habe mir erstmal ein Bier geholt, ich habe auch noch was im Gepäck. Und jetzt muss ich mir noch was zu essen kochen. Ich habe Hunger.
Und morgen sind es dann bloß noch 70 Kilometer nach La Paz. Da steht dran 51, aber das stimmt nicht ganz. Ich muss noch runter nach El Alto und einen richtigen Bogen fahren. Und da hinten ist immer noch der Titicacasee. Unglaublich. So, jetzt mache ich Feierabend. So, es sind nur 36 Kilometer bis La Paz. Da hinten haben die Berge weiße Mützen auf. Und ich fahre hier schön an der Schnellstraße lang. Schöner Seitenstreifen, fährt sich gut. Ab und zu liegen ein paar Scherben rum, aber sonst geht. Die Luft ist ein bisschen scheiße dumm. Ich bin wieder auf 4000 hier. Da kriegt man ab und zu mal ein bisschen Schnappatmung. So, jetzt werden wir weiter trampeln. Es geht ganz sachte bergauf bis 4.1 und dann steil bergab. Nach La Paz rein. So, dann machen wir auf die Socken. Willkommen in La Paz. Das ist gesagt, La Paz liegt da unten. Ich stehe noch in El Alto. Und Garmin macht halt wieder Späßchen. Ich muss hier die Treppe runter. Ab und zu kommt er nicht klar mit den OpenStreetMaps. So eine Scheiße. Naja, dann werde ich mal hier runterhoppeln. So, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Was ein Ritt. Ich habe mir noch schön an der Treppe in Platten reingezogen. Erstmal einen neuen Schlauch reingemacht. Irgendwas Besonderes muss hier los sein, weil die Bullen sind hier unten in der Stadt unterwegs. Das ist eine wahre Freude. Also in voller Kampfmontur. Und haufenweise. So, jetzt muss ich erstmal eine rauchen und dann gehe ich um die Ecke und gucke, ob die hier ein Zimmer für mich haben. Aber hier sind noch reichlich Hostels in der Ecke. Ich bin schon an zwei vorbeigegangen, die ich auch auf der Liste habe. Aber das wäre hier das Beste, weil die haben einen Innenhof, glaube ich. Und der Preis ist halt okay. Naja, also erstmal eine Schnöken und dann sehen wir weiter.